Alter Martin, der andere kommt direkt schon zu dir. Ja, weil ich den ganz weg mache, weil er ein Lappen ist, der andere. Und ich werde natürlich wieder von Owen weggemacht. Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ich gehe hier jetzt weg, ganz einfach. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also mit Dort ist die Straße. Oder? Tschüss, hau rein. Hä? Entschuldigung, ich hab mal, Mike. Ich hab den einen Eimer mit der Hydra weggewichst und das ist gut. Ich hab's voll auf Bild, ne? Echt? Ja, Mann. Das war auch mega heftig. Das war kurz vor Absturz. Weißt du, ich renne gerade im Berg runter und er snipt mich einfach. Fast. Ja, habe ich auch eben gerade gehabt. Der ist ganz komisch, der Typ. Was geht hier jetzt ab? Aimbot für GTA, richtiger Noob, Alter. Ja, sowas würde ich schon fast schätzen, weil... Oder der hat irgendwie Thermal oder so, keine Ahnung. Thermal, alles klar, Lukas. Ja, keine Ahnung. Oder... Er kommt einfach mit Thermal. Ja, irgendwie so, dass er die Leute einfach sieht, weißt du? Ja, ja. So, Martin, wie schaut's bei dir aus? Oder bist du dich da noch am, bist du dich da noch am Fighten? Nee, nee, ich fahre gerade mein Auto. Jetzt sind da zwei grüne Punkte, warum? Weil die kacke sind. Lukas, mach mal die Mucke aus. Nein, warum? Alter, der kam aus dem Pausenmenü raus, Unfall, gleich! Lukas! Kid Stress hier. Wo will der denn hin? Wo wollt ihr hin? Ammunition. Keine Ahnung, wo er will. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, brauche ich erstmal Stuff. Alles klar, mein Auto macht einfach einen Frontflip. Frontflip. Ist echt so. Ich hab gesagt, der rollt über der Seite, ne? Aber nein, er macht einfach einen Frontflip. So, Ammunition, sagst du? Oh mein Gott, Lukas, oh mein Gott, er macht einen Bunnyhop! Oh Gott. Das war der Dummy-Test. Oh, das Haus kaufe ich mir. Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Das Haus kaufe ich mir. Das Haus kaufe ich mir auch. Oh, und das hier auch. Nee, ist ja, klar, Lukas. Wieder in dem Haus gelandet. Das hier, oh, das ist schön. So, vor uns Gegner. Alter. Oh, der ist gerade im Pausenmenü, den kann ich mir sneaken, Lukas. Jawoll! Was ein Assi. Er wollte gerade wegfahren. Da bin ich ja schon fast wieder an meine guten alten DayZ-Zeiten damals. Da haben wir auch nur eine Crew gehabt, sind auf Server gegangen und haben da die ganze Leute gekillt und das Loot geklaut. So, jetzt muss Mono noch seine Praxis bestehen, ja, dann hat er seine PC da oder nicht. Ja, ja, unabhängig davon, dann hat er endlich mal einen Führerschein und kann mich dann noch zu Frühstück mit der Muschel ein Taxi mehr bezahlen. Die ganze Zeit Taxi fahren? Ich muss zur Frühschicht Taxi zahlen, ja. Alter, hätte ich gar keinen Bock zu. Ich würde Chef fragen, ob der da bezahlen würde. Tun die nicht. Hast du schon gefragt, oder? Ja. Ja, die haben aber gesagt, ja, du kannst mit dem Fahrrad fahren. Ich so, ja, ich fahre auch jeden Morgen um 5 Uhr 11 Kilometer mit dem Fahrrad. Danke dafür. Ich würde es machen. Ich nicht. Ich bin, was das angeht, ein volles Stück Scheiße. Alles klar, so. Was dir bitte ein schönes. Ja, wo seid ihr?
Digga, ich habe keine Kohle mehr, ich bin komplett blank. In Armut sind wir. Ah, alles klar. Ich geh mal eben pipi. Warum seid ihr denn so weit gefahren, als seid ihr verrückt? Alles klar. Schwerer Revolver. Ja, erstmal gönnen, ey. Schwerer Revolver, der ist nice. Ich habe jetzt auch eine Reinfeuerwaffe gekauft für die Drive-Bys. Ja, was schießt denn ein Hurensohn jetzt auf mich, Alter? Was ist los bei denen? Von Gravetta haben die auch geil gemacht, ne? Da haben die wieder neu gemacht. Jetzt mit dem Donner und mit dem Blitz und alles. Ja, echt? Das ist mir ja nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Mir ist da irgendwie direkt aufgefallen. So, jetzt bin ich wieder ausgerüstet. Jetzt überlebe ich die ersten 10 Minuten. Natürlich. Warte mal, warte mal. Mann, wirklich. Ich muss noch mehr an Mike ran. Nice, Lukas. Pass auf, warte, 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 warte. Wer ist das denn? Ist das ein Spieler? Ja. Wo ist es? Lukas. Ah, alles klar. Ey, du hast gerade rote Schuhe, leck mir am Arsch, ey. Ja. Gleiche wie du. Obwohl ich ein bisschen mehr Tattoos habe als du. Ja, ich habe nur meine Arme ein bisschen. Das ist mein Ego. Mein Ego erkennt man die Tattoos richtig gut. Alles klar. Da ist eine Frau, die Dingens küsst mit einer Krone. So Jungs, bin wieder da. Auf dem Bauch, Dingens, einen Totenkopf und alles klar, halt nur hier. So ernst. Was denn? Komm, Digga, zieh du mal blank. Warte, warte, warte. Bleib mal stehen, Mike. Wie kann man das denn ändern? Was? Diese Geste. Alter, hör mal auf, Zettel ist dann. Nice. Ey. Was haben wir noch? Andocken? Einfach zwei Nacht verstehen und die ganze Zeit das gleiche machen. Alles klar. Nein, du musst mal uns gucken. Das ist so geil. Oh, schade.
Luftgitarre? Ja, warte. So bescheuert. Winken, alles klar. Okay, du musst jetzt eine Sekunde warten. Dann musst du dann direkt spammen. Jungs, und das ist der Hitler. Wie macht man das? Das wollte ich schon immer wissen. Rechten Stick zweimal hintereinander. Du? Du stinkst. Du auch. Du stinkst. Du. Du, da hinten auch. Der da, guck mal der, ne? Der da hinten wegrennt. Guck mal der da. Siehst du den? Der da. Der stinkt. Ja, guck mal, der klatscht einen. Der da hinten hat einen umgeklatscht. Lol. Der da. Der da, guck mal. Der da, guck mal der da. Das ist meine Naseprobe. So, jetzt stehen wir auch noch gerade nebeneinander. Warte. Warte, warte, warte. Wie weit bist du? Bei was? Ich bin jetzt bei Hühnchen. Oder Hühnchen. Warte. Hühnchen, okay. So geil. Richtig im Dingens versetzt. So leicht versetzt oder so. Alles klar. Alles klar. Ah, alles klar. Wir haben geguckt. Ach, Bier geht, ne? Alles klar, jetzt haben wir ja alles raus. Alles klar. Mega. Oh. Mega gut, ey. Komm mit anderen um die Ecke. Warte. Warte. Alles klar, einfach immer drin. Weißt du, was ich dazu sag? Am besten ist immer noch, da finde ich immer noch am besten, oder? Auf was? Kapitulation? So, okay. Da finde ich immer noch am besten. Was ist das, Kapitulation? Ausflippen. Clownhals. Weißt du, der Nigger hier ist voll gechillt am Rauchen. Mhm.
Welche meinst du? Meinst du den da? Genau den da. Guck mal die Frau, guck mal die da. Die. Alles klar, er haut sie einfach nur mehr. Oh, warte mal! Ja. Die da. Oh. Die hier. Ey, da hat der Sniper. Die hat sich in der Hose gekackt. Was? Und das, ja. Das ist Blut. Nein. Ich muss auch mal gucken. Das ist ein Schweizer Balken. Jo, alles klar, die hat sich in die Hose gekackt. Oh shit. Ah, alles klar. Boah, Alter. Die hat hier richtig reingeschissen. Erstmal nur. Du trittst voll daneben. Bei mir hast du voll daneben. Ja, ihr haut beide bei mir daneben. Ja, bei mir ist. Ich hau doch voll drauf. Alles klar. Ich hau voll drauf. Ich auch. Ich auch. Ich hau bei mir daneben. Die ist bei mir jetzt voll in Kackstellung. Ich brauche was anderes. Ich nehme mal eine Axt auf. Alles gleich mal auf. Taschenlampe. Now you are prepared against government tyranny. Wo ist Lukas denn hin? Warte. Ja, ist hier. Weißt du, was am besten hilft? Ja, alles klar. Oh, wollte ich hin. Alles klar. Lukas, alles klar. Was ist der Werkzimmer? Mein zweiter Krankenwagen. Mein ganzes Leben. In meiner ganzen BR-Karriere, weißt du? Du musst einfach jemanden umbringen, da kommt doch einer. Auf so einen Passanten. Ich besorg dir einen Krankenwagen. Jetzt will ich auch nicht mehr. Alles klar, Lukas. Ja, du willst zum Krankenwagen, oder? Jetzt müssen wir abwarten. Komm, wir fahren die richtige Autos, Mike. So langsam schön. Warte mal. Wie das aussieht, ey. Eine Mucke bei mir. Mike, besorg dir mal das gleiche Outfit wie wir. Ich hab kein Geld. Bin jetzt komplett auf Null. Geklaut. Nehmen wir den Weißen. Ja, halt da mal. Oh Jungs, ich hab auch so einen. Ja, brauche ich auch noch so einen Weißen. Dann haben wir alle einen Weißen. Lass mal noch so einen Weißen suchen. Da vorne? Oh ne, schade, das ist einfach nur ein Weißer. Wieso hast du denn den Cabrio, Lukas? Weil ich ihn gerade so bekommen habe. Ich nehme erstmal den als Übergang. Ist da einer?